Safdesk, Ersteindruck, Safdesk-Task. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Stefan B. und heute schauen wir uns mal wieder eine Buchhaltungssoftware an, nämlich Safdesk. Und ich entschuldige mich schon mal vorher, ich werde wahrscheinlich ein paar Mal Sevendesk einfach sagen, aber das ist nicht böswillig gemeint. Ihr kennt's wie immer, das Video entsteht redaktionell komplett frei. Ich werde hier im Live-Ersteindruck sagen, was ich gut finde, was ich schlecht finde an diesem Programm, an dieser Software oder was ich in Ordnung finde und generell. Also ihr wisst, das Ganze ist eher ein Ersteindruck, keinerlei Werbung. Lediglich, wenn ihr euch irgendwann mal dazu entscheiden solltet, dieses Programm zu nutzen, könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung nutzen, aber nur dieser stellt Werbung dar, dieses Video entsteht nicht zu einem werblichen Zweck und hat in meinen Augen keinen werblichen Charakter. Fangen wir an auf der 7Desk-Seite. Gehen wir auf kostenlos testen, also ist die kostenlose Testversion. E-Mail-Adresse habe ich gerade schon eingegeben und danach kommen wir auf diese Seite. Willkommen! In nur wenigen Schritten kannst du deine erste Rechnung schreiben. Jetzt sollen wir unseren Firmennamen eingeben, das Land, unsere Sprache und unsere Währung. Das ist schon mal ein schöner Einstieg. Muss der Firma. So, dann können wir auch gleich anklicken. Kleinunternehmer ja, nein. Oh, wie ein schöner Regler. Machen wir mal ohne. Ich will mal sehen, wie sie die Umsatzsteuer verbuchen. Jetzt sollen wir hier ein Passwort vergeben. Na schön und gut. So, jetzt. Also 10 Zeichen, Sonderzeichen, etc. Wir sehen, wir brauchen sehr viel Kreativität, um mittlerweile in der heutigen Zeit ein Passwort einzutragen. Jetzt sehen wir hier auf den ersten Eindruck, was mir natürlich als YouTuber ins Auge fällt. Hier können wir uns direkt ein YouTube-Video von Safdesk anschauen. Ich hau euch auch mal den YouTube-Kanal von Safdesk in die Videobeschreibung. Dann können wir hier oben drüber uns Aufgaben, okay, Fälligkeit, beschreibe deine Aufgabe, Tag, Fälligkeit. Oh ja, ein kleiner Kalender ist gleich integriert. Das haben jetzt die ein oder andere Anwendung. Aber ihr seht schon, das Ganze ist natürlich eine Cloud-Software, also im Desktop heißt es. Es eignet sich natürlich wunderbar für diejenigen, die viel unterwegs sind. Aber wer darauf Wert legt, dass seine Buchhaltung bei sich auf den Rechnern liegt, naja, nee, ist nicht so. Dann haben wir hier eine kleine Kosten- und Umsatzübersicht, farblich gleich beschrieben. Und oh, Abschreibung trennt man auch, das finde ich jetzt auch nicht so unangenehm. Also sieht schon mal recht schick aus und ist nicht zu sehr überladen. Dann haben wir hier oben Rechnung schreiben, quasi das Haupttool. Dann können wir hier Kontakte uns anlegen. Aufträge können wir reinpacken. Rechnung natürlich. Belege haben die auch eine Scan-Funktion. Ich meine auf den ersten Blick jetzt erstmal keine zu sehen. Zahlung können wir verwalten mit Konto und Kasse. Oh, Dokumente können wir auch gleich noch reinpacken. Joa. Dateien hochladen, Dokumente, auch nicht schlecht. Auswertung haben wir auch. Wir haben die Einnahmenüberschussrechnung, die EÜR. Ja, sehr gut. Dann haben wir natürlich die Umsatzsteuer und einen Steuerberater-Export. Das Ganze sieht doch schon mal vernünftig aus. Danach, das sind die Aufgaben von der Startseite und ein Inventar. Ja. Inventar meint jetzt sehr wahrscheinlich Anlagevermögen, ist nur anders ausgedrückt. Dann haben wir hier noch die Einstellungen. Och, wir können für die Rechnung gleich unser Logo hier oben reinpacken. Es fehlen noch ordnungsgemäße Geschäftsdokumente, Firmenname, Adresse, Geschäftsführer, Umsatzsteuer-ID. Ah, das ist schön, dass es gleich mal da gezeigt wird. So, was haben wir denn für. Ihr macht eine Unterscheidung von Selbstständig und Einzelunternehmer. Naja. Gibt es keinen so wirklichen, aber naja, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Dann haben wir Personengesellschaft. Da fände ich es persönlich besser, wenn wir jede einzelne hätten. Also einmal GbR anzuwählen, einmal OAG, einmal KG. Das sind halt sehr viele Sachen. Gemeinnütziger Verein, das sollte man eigentlich in meinen Augen nochmal trennen. Einfach nur in Verein und dann noch in gemeinnützigen Verein. Es gibt ja auch die eingetragenen Vereine, die keine Gemeinnützigkeit haben. Dann private Gesellschaften, auch hier eigentlich würde ich gerne GmbH, UG oder Limited selbst anwählen. Aber die Aktiengesellschaft, die AG, ist immerhin separat anzuwählen. Dann machen wir einfach mal Einzelunternehmer. Firmenzusatz haben wir keinen. Musteradresse 11111 Stadt,
Ja, Stadt in Deutschland. Ach, wir hören jetzt schon auf. Oben haben wir die 13-tage-Testphase, also 2 Wochen zum Testen. Das ist eigentlich ein guter Zeitraum. Da kann man mal selber sich einen Monat versuchen, ob das Ganze für einen selber ausreichend ist oder ob man damit klarkommt mit der Software und kann dann dementsprechend sagen, okay, das ist was für mich in Zukunft oder eben nicht. Speichern wir das Ganze mal. Dann haben wir hier Kontaktdaten und meine E-Mail-Adresse werde ich euch schwärzen. Die braucht jetzt nicht sehen. Bankinformationen kann ich eingeben und sonstiges. Aha, hier meine Steuernummer, Umsatzsteuer-ID für die Kapitalgesellschaften, das Amtsgericht, dann natürlich den Inhaber für die Einzelunternehmen. Mitarbeiterzahl ist jetzt erstmal, glaube ich, zweitrangig, das einzutragen. Und Branche. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ihr es vielleicht mal schafft, eine Branchenverknüpfung herzustellen bei den Rechnungen dann später. Was machen wir? Machen wir mal Medien und Verlag, Marketing, PR, Dienstleistung. Machen wir Marketing, PR, Design. Da gibt es doch genug freie Designer da draußen. Kontenrahmen 03, Kontenrahmen 04. Standardkontenrahmen, das wird der SKA sein, wurde hier ausgeschrieben. Kann man so machen. Ich bin eher ein Fan vom Vierer, aber ich arbeite auch generell eher mit den Kontenbezeichnungen und mich nicht mit den Nummern. Dann Preise auf den Belegen, Nettoumsatzsteuer wird getrennt ausgewiesen, Bruttoumsatzsteuer wird enthalten. Ja, kann man so machen, sieht in Ordnung aus. Ja, Berechnung, also EÜR für Freiberufler und für die kleinen Gewerbetreibenden und die Gewinn- und Verlustrechnung für die bilanzpflichtigen Gewerbetreibenden. Gut, dass man das gleich unterteilt, das finde ich angenehm. Und hier Soll- und Ist-Versteuerung, klar. Kann man auch machen. Ja, ihr wollt Geschäftsführer, Inhaber. Aber jetzt können wir gleich mal was testen. Wenn ich hier auf Aktiengesellschaft gehe, speichere, dann steht hier Geschäftsführer. Oh, cool. Das ist gleich schon verknüpft. Das muss ich sagen, das gefällt mir. Inhaber Max Mustermann. Machen wir mal einfach mal Mitarbeiterzahl 10. Kann ich gleich tippen? Nehmen. Und 10. Was fehlt uns jetzt noch? Umsatzsteuer-ID-Nummer. Naja, ich will jetzt keine mehr ausdenken. Das ist ein bisschen kompliziert, ob das mit dem Algorithmus gleich klappt, aber gut. Hier könnte ich ein Logo hochladen. Joa. Was haben wir denn hier? Ach, jetzt haben wir gleich die Tarife. Die gehen wir nachher nochmal durch. Am Schluss des Videos. Artikel Benutzer. Cool, ich kann mehrere einlegen. Und auch hier muss ich natürlich dann wieder meine E-Mail-Adresse verpixeln. Wir haben die Buchhaltungsnummer. Ja, das sieht auch alles in Ordnung aus. System. Ach, das ist für Waren. Ja. Briefpapier. Möchtest du ein individuelles Layout? Und verlinken das gleich weiter. Ja, kann man machen. Textvorlagen und Integrationen. Ja, sieht doch alles in Ordnung aus. Aber für die meisten Menschen, die sich diese Software nutzen, wird Zendesk wahrscheinlich eher eine Art Rechnungstool oder ein kleines Buchhaltungstool sein. Deswegen schauen wir uns mal das Rechnungsschreiben an. Jetzt Kunde, da können wir gleich einen Kontakt anlegen oder suchen. Heißt, der wird auch für die Zukunft gespeichert. Natürlich, das spart einiges an Zeit in der Zukunft. Dann Kontakt suchen. Muss der Kunde 01. Jetzt findet er natürlich keinen und es wird rot. Neuer Kontakt anlegen. Musterkunde, Kundennummer 1000. Typ Kunde, Partner, interessant. Schön, das kann man gleich differenzieren. Kein Zusatz. Ja Gott, Mama, Adresse brauchen wir jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Stadt, Deutschland. Oh ja, Arbeit, Privat, Rechnung. Oh ja, kann man so machen und gleich mehrere angeben. Kontaktdetails, Zahlungsinformationen, Konditionen, weiteres. Joa, sieht eigentlich ganz normal aus, aber gefällt mir so von der Aufmachung. Da haben wir da den Briefkopf drin und natürlich für die Zukunft gespeichert. Sowas ist natürlich in der heutigen Zeit sehr, sehr sinnvoll, wenn wir sowas da reinschreiben. Denn, naja, es spart halt einfach Zeit. Warum nicht automatisieren, wenn es möglich ist? Was haben wir denn hier? Betreff, Rechnung mit der Nummer 1000, die Rechnungsnummer 1000, Rechnungsdatum, Zahlungsziel, Lieferdatum. Referenz, Bestellnummer. Das ist in Ordnung. Hier kann ich Text einfügen. Produkt und Dienstleistung. Produkt suchen. Also hier könnte ich theoretisch schon irgendwo anders Produkte anlegen und die dann hier automatisch reinmachen. Hier fehlt mir so minimalistisch die Verknüpfung, aber das habe ich bei einem anderen Programm auch schon kritisiert.
wenn wir hier ein Produkt suchen oder die Produktverknüpfung, ich habe ja vorhin eingegeben, dass wir Designer oder so in dem Bereich sind, also wären wir hier eher im Dienstleistungsbereich. Aber jetzt weiß ich nicht, ob man sagt, dass ein Designer mehr Produkte verkauft oder standardisierte Produkte und nicht Dienstleistungen oder ob es hier keine Verknüpfung geht. Aber so wie gesagt, auch bei allen anderen Programmen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Was machen wir denn hier? HP Gestaltung. Ja, dann könnte ich gleich den Artikel für die Zukunft hinzufügen. Das sieht doch in Ordnung aus. Machen wir mal speichern. Menge 1, Stück. Ja, das wäre dann eher was, was man auf Stundenbasis abrechnet. Nettopreis. Kommen wir mal gleich mal zu. Haben wir ordentlich geschafft. 2000. Umsatzsteuerfaktor gleich die 19% hinten dran. Da haben wir den Nettobetrag. Hier können wir noch irgendwas schreiben. Rabatte sind möglich. Zusätzliche Positionen sind möglich und zusätzliche Artikel oder dementsprechend Dienstleistungen sind möglich. Einen Fußtext haben wir noch mit drin und hier unten dann den Nettobetrag. Sieht doch eigentlich ganz schick aus. Es wird dann alles gedacht, woran man denken sollte, wenn man eine Rechnung schreibt. Und ich meine jetzt einfach mal als Mensch, der damit beruflich zu tun hat, zu sagen, dass jemand, der keine Ahnung von der Materie hat, dann doch damit sich eine Rechnung schreiben kann, die alle wichtigen Bestandteile beinhaltet. Und hier haben wir so gleich einen QR-Code, um das Ganze sich digital anzugucken. QR-Code. Oh, doch, das ist schick. Das gefällt mir wiederum. Muss man nur aufpassen, um nicht zu übertreiben. Dann haben wir hier Briefpapier, Blanko ohne Briefpapier, Blanko. Dann sieht das Ganze ja standardisiert aus. Vorlage. Was ist denn blau? Ah, farblich, okay, ja Gott, Spielereien, kosmetischer Natur. Das wisst ihr auch aus den anderen Videos von mir, da lege ich nicht so viel Wert drauf und es ist eine Rechnung, die wird bezahlt und fertig. Oder die wird versendet und fertig. Aber cool, dann kann man hier versenden, drucken, herunterladen. Also für diejenigen, die das Ganze per E-Mail versenden, auch noch nicht schlecht gedacht. Spart man sich gleich das ganze Papier, als Entwurf versenden, Aufgabe erstellen oder löschen. Löschen wir das Ganze mal, aber das Ganze sieht doch tendenziell in Ordnung aus. Ja, dann sind wir hier im Rechnungsbereich. Also das meint Ausgangsrechnungen und Belege meint dann natürlich, wenn ihr irgendwie Ausgaben habt. Und hier steht ja schon Ausgaben erfassen. Oh, und richtig cool. Wir haben hier doch, dass wir scannen können. Und beziehungsweise einen gescannten oder einen PDF-Beleg reinmachen können. Okay, ich nehme den Standard von Anfang zurück. Das finde ich immer super, wenn es sowas gibt. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen minimalistischen Schnitt und ich scanne mal gleich ein paar Belege ein, beziehungsweise ich hole mir bei Amazon schnell ein paar und dann schauen wir mal, ob er das richtig erkennt und mir vielleicht auch sogar schon ein paar kleine Vorschläge gibt, wie man das Ganze verbuchen kann. Wir sind gespannt und sehen uns gleich. So, da sind wir auch wieder. Ich habe mir vier Belege geholt. Einmal ein Bett bzw. eine Matratze, ein neuer PC-Bildschirm, ein Film und das amtliche Lohnsteuerhandbuch. Und mit der Matratze fangen wir jetzt einfach mal an. Und da sollte ich nicht dran gehen, aber na gut. Okay, er scannt ihn natürlich ein. Beleg wurde durch, Belegerkennung wurde eingeführt, wurde abgeschlossen. Und welche Daten haben wir alle drauf? Wir haben Belegdatum, 26.09. Das ist heute, wo ich das Ganze einscanne. Wir haben den Lieferanten Amazon. Naja, Lieferant würde ich jetzt nicht sagen, aber gut. Wir könnten das gleiche verknüpfen. Wir haben eine Fälligkeit, die hat er mir auch nicht erkannt. Ist die überhaupt drauf? Bestelldatum, ja, Bestelldatum wäre eigentlich drauf und ich verpixel natürlich alle Belege, die auf mich schließen in der eingescannten Rechnung, das jetzt nicht sehen braucht. Kategorie Webhosting Domain. Ich habe eine Matratze gekauft. Nee. Könnte ich jetzt natürlich noch reinhauen. Wäre jetzt eher privat, Eigenverbrauch, Privatentnahme. Beschreibung brauche ich, mache ich bei Privatentnahmen eigentlich nicht. Den Betrag hat er erkannt, okay. Inklusive Umsatzsteuer, okay. Ja, machen wir einfach mal fertigstellen. Ach, Rechnungsnummer, mein Gott. Kollege, die hättest du eigentlich erkennen können. Hier ist eine Rechnungsnummer. Aber naja, es muss nicht alles können. Machen wir mal den nächsten. Löschen. Verwerfen. So, jetzt Rechnung erfassen. Wie sieht es denn aus, wenn wir einen Bildschirm uns angucken? Er scannt, abgeschlossen. Auch wieder Web-Costing-Domain. Nee. Nee. Büro- und Geschäftsausstattung. Werbung, Steuern, sonstiges Umsatz, Bank, Finanzen, Büro.
Bürobedarf, Internet, Kleingeräte, Kosten für kleine Anschaffungen. Ja, es ist kein GWG, es ist auch unter der GWG-Grenze, also sollte das Kleingeräte sein. Na gut, aber Beträge hat er wieder erfasst. Beschreibung, Fälligkeit, Lieferant, Rechnungsnummer, ach, Kollege, die hast du auch wieder nicht erkannt. Löschen, verwerfen. Die nächste. Jetzt haben wir einen Film. Schauen wir mal, was er hier sagt, aber das müsste jetzt eigentlich auch wieder Privatentnahme, müsste jetzt eigentlich als Privatentnahme aber deutlicher erkennbar sein. Waren einkaufen. Nee, Kollege, stimmt auch nicht. Verwerfen. Auffassen. Lohnsteuerhandbuch. Ach, ich nehme auch hier immer das Falsche. Moment, hier. So, und was sagt er mir jetzt? Wieder Webhosting-Domains. Nee, 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 also mit der Scan-Funktion bin ich, was das angeht, noch nicht so zufrieden. Ey, aber hier wurde mal jetzt die Belegnummer erkannt. Immerhin, ist immerhin, ne? Aber na gut, sagen wir mal so, ausbaufähig ist die Scan-Funktion noch. Es erkennt, woher die Rechnungen kommen, es erkennt die Beträge. Was da gekauft wurde, wurde noch nicht wirklich erkannt. Und es erkennt manchmal die Belegnummer. Zumindest bei Amazon. Also, liebes Cevdesk-Team, ich nehme an, ihr werdet dieses Video früher oder später mal sehen. Eure Scan-Funktion sollte noch ein bisschen korrigiert werden, aber es sieht schon mal, der Anfang ist schon mal gemacht. Es kann nur, es fehlen nur noch ein paar kleinere Dinge. Und ich sag gleich dazu, das ist natürlich wahrscheinlich schon ziemlich komplex, je nach Branche und je nachdem zu erkennen, was eine Ausgabe jetzt ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist ziemlich komplex. So, jetzt haben wir die Ausgaben drinnen, beziehungsweise haben erstmal gar keine verbucht. Oh, wir können gleich wiederkehrende machen. Ist in Ordnung. Was gibt es denn jetzt noch Spannendes uns anzuschauen in dem Bereich? Preise und Funktionen. Also gehen wir mal auf Tarife. Wir können hier entweder sagen, wir wollen nur monatlich alles machen, wir können auf 12 Monate gehen oder wir können auf 24 Monate gehen. Und dementsprechend, umso länger das geht, umso kürzer werden die Sachen dementsprechend. Die Preise 15 Euro für die Buchhaltung, für Warenwirtschaft 43 und für das monatliche, für die kleine Version 57 bzw. bei Langzeit 6,50, 13,50, 39,50 sind in meinen Augen die regulären normalen Preise. Also da weichen die meisten Programme generell nicht wirklich voneinander ab. Und wie ihr mal von meinem Einführungsvideo ja schon wisst, sage ich, man kann nicht sagen, das ist das beste oder das schlechteste Programm, sondern das ist für jeden individuell zu sehen. Und man muss immer gucken, ob einem das Handling gefällt, ob einem die Optik gefällt, ob man mit der Programmierweise und mit dem Aufbau und Layout generell zurechtkommt. Und das kann sich massiv bei jedem Menschen unterscheiden. Ich als Mensch, der sehr viel mit sowas arbeitet, habe natürlich ganz andere Ansprüche und sehe Sachen anders wie jemand, der das erste Mal seine Buchhaltung macht, dann mit irgendeinem Programm. Also dementsprechend sehr viele subjektive Sachen. So, was sind jetzt die Funktionen in der günstigsten Variante: Rechnung schreiben, Angebot schreiben, Mahnung schreiben, Kunden verwalten, Datev-Export für seinen Steuerberater und einen Benutzer. Also quasi, wer nur Rechnungen digital schreiben möchte und verwalten möchte, denn für den ist dieses Standardprogramm. Dann das Buchhaltungsprogramm. Was haben wir denn hier? Alle Funktionen des Rechnungsprogrammes, also von dem hier. Dann haben wir noch Lieferscheine und Auftragsbestätigungen, wiederkehrende Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben erfassen, automatische Belegerkennung, also das, was wir gerade gemacht haben, was noch, sagen wir mal, so 70% funktioniert oder 70% schon mal mindestens da ist. Vielleicht auch mehr. Schauen wir mal, vielleicht habe ich auch einfach nur blöde Belege gerade genutzt. Who knows? Müsste man mal in einem Langzeittest genauer erforschen, aber dafür ist es ja hier nur ein Ersteindruck. Dann Anlageführung und Abschreibung, Kassenbuch führen, Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, automatische Bankabgleich, Kontenstellen und drei Benutzer. Heißt, wer seine Einnahmenüberschussrechnung oder seine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen möchte und nicht auf Elster angewiesen sein möchte oder quasi halt seine Buchhaltungsdaten automatisch rüberschieben, der muss mindestens mal dieses Monatspaket nehmen. Dann die große Variante Warenwirtschaft, fühlt man für viele Firmen gar nicht mehr so relevant. Es hat eine gewisse Größe und wenn auch nur die mit Warenwirtschaft zu tun haben. Alle Funktionen der beiden Vorgänger, Lagerhaltung und Inventar, Bestände und Bestandsbuchungen,
Lieferpreise, Kundenpreise, Lieferanten und Artikelzuordnung, API-Schnittstelle und bis zu 10 Benutzer für jeden weiteren 5 Euro. Ja, das kann man mal so machen, aber ich glaube nicht, dass. Also, jetzt sagen wir mal so, jetzt machen wir mal ein kleines Resümee. Zefdesk ist in Ordnung, das Programm ist generell sehr in Ordnung. Ich finde es schick aufgemacht, dieses Rot gefällt mir vom Design und vom Layout mit dem Dashboard. Ich denke mal, für Menschen, die keine Ahnung von dem haben, was sie machen, ist das Programm in Ordnung. Die Standardvariante oder wenn man schon ein bisschen größer ist und vielleicht in der Umsatzsteuervoranmeldung ist, wenn man nebenberuflich ein bisschen was macht, sind die ersten zwei Kategorien vollkommen in Ordnung und damit wird man auskommen und man wird alles hinkriegen, was man machen muss. Warenwirtschaft und größere Firmen. Ich glaube, für euch ist das Programm nicht ganz so geeignet, beziehungsweise eher, also ab einer gewissen Größe ist dann wahrscheinlich doch Dativ oder SAP die deutlich bessere Variante oder Lexware, beziehungsweise Lexware ist natürlich nicht eine Cloud-Variante, aber ich meine, dass diese Firmen dann doch eher bei den Branchenprimusen aktuell besser mitlaufen. Aber ich muss auch sagen, was ich so von der Homepage von Zefdesk bisher gesehen habe, die entwickeln ihr Programm stetig weiter. Also es kann sein, dass in einem Monat, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, schon kompletter Bullshit ist und dieses Programm auch für andere Leute besser geeignet ist, wie jetzt in der Momentaufnahme. Oh, und wir sehen hier unten, das muss ich auch gleich lobend erwähnen, einen Verlauf. Das heißt, wir sehen, wenn andere Leute irgendwas hier in dem Programm gemacht haben, ist für die Arbeitgeber unter euch gar nicht mal so verkehrt, die wissen möchten, was die Mitarbeiter so anstellen. Und aber wir sehen hier immer die E-Mail-Adressen. Naja, das könnte man auch vielleicht mal mit Namen ergänzen, aber das sind nur Kleinigkeiten und natürlich werde ich die E-Mail-Adresse von mir hier wieder schwärzen. Und was habe ich denn gemacht? Ich habe einen Musterkunden und ich habe einen Artikel angelegt. So weit, so gut. Und natürlich hätte ich jetzt direkt Einnahmen und Ausgaben tatsächlich erfasst, würden wir hier auch gleich schon mal eine Monatsübersicht an Einnahmen und Ausgaben sehen und würden wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein bisschen aufgeklärt. Ihr kennt jetzt meine rein subjektive Meinung und meinen rein subjektiven Ersteindruck zu Zefdesk, zum Handling, zur Aufmachung, zur Belegerkennung, zur Scan-Funktion. Und ihr wisst jetzt, ob das Programm vielleicht was für euch ist und habt jedenfalls hier schon mal ein paar Wissensstände mehr, als wenn ihr euch das Programm nur selber anguckt. Gerne könnt ihr natürlich euch die kostenlosen Testversionen selber mal angucken. Ihr seht es oben schon, 14 Tage, beziehungsweise jetzt nur noch 13 Tage, wahrscheinlich 23 Stunden und ein bisschen. Auf meinem Blog könnt ihr euch auch gerne noch mal eine Funktionsübersicht und eine Aufstellung sehen, für wen ich persönlich rein subjektiv sage, dass das Programm geeignet ist und für wen eher nicht. In diesem Sinne, schaut auch gerne euch die anderen Videos ein, um euch eine subjektive Meinung zu bilden. Verlasst euch niemals auf ein kleines YouTube-Video und auf die Meinung einer einzelnen kleinen Person. Macht's gut, bis zum nächsten Beitrag, euer Stefan B.